Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack. Wenn ihr das hier seht, dann ist mein Stream gerade live und zwar nicht irgendeiner, sondern ein besonderer. Wir streamen nämlich 48 Stunden von Freitag auf Sonntag durchgehend mit Cam on Stream die ganze Zeit. Ich penne hinten auf dieser Couch. Schaltet auf jeden Fall jetzt ein, wenn ihr das hier seht. Jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Craft Attack. Die geht nämlich ordentlich ab. Wir werden geprankt, meine Base wird gesprengt, wir nehmen Rache und wir bauen sehr viel weiter am Haus. Das ist krass. Viel Spaß, lasst ein Like da, wir sehen uns im Stream. Ich habe zwei Videos ready, die ihr mir geschickt habt. Die mache ich noch auf und die schauen wir uns noch an. Ich werde euch dann hoffentlich die Reaktion von Feister in der nächsten Folge zeigen, wo wir Veni pranken werden. Und für Veni werden wir uns auch was Gutes überlegen. Deshalb schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr euch da ausdenkt, was wir Veni den Streich spielen werden. Okay, ich will mich nicht spoilern lassen. Ich will wissen, was der Streich ist. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Wenn ich sterbe, bin ich sauer. Erster Tod, gell? Jetzt das Beste, die Einblendung. Bis hierhin habe ich schon geschaut. Danach, dass theatralisch, du wirst gleich sehen, dass theatralisch festgehalten das ablaufen wird. In dieser Falle sterben. Hallo, Venicraft! Oh, Aluten. Bin gerade mit GLPs Kopf fertig geworden. Oh. Ich habe eine Überraschung für dich. Warte, was ist da passiert? Schauspiel 11 von 10. Das ist GLPs Kopf. Ah. Ich zeig dir mal das Innere. Aber du musst vorher noch zwei Slots in der Hotbar frei machen. Ja, ich hab grad drei freie Slots, ja. Drei freie Slots? Ja. Dann leg mal da den Schalter um, das öffnet die Tür. Okay. Die Heimtür. Edgar! Edgar brennt! Lösch ihn, lösch ihn! Nein! Die Kamera! Nein! Bro, das ist so eine Psychose! So, Mr. Venicraft, ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie diese Falle aktivieren und deaktivieren. Hier aufmachen, hier nach hinten gehen, hier unten diesen einen Block zerstören und in diesen Dispenser eine Perle reinlegen, eine die Falle irgendwie anders heißt, dann wieder hier zumachen. Und im Baustatus gibt es hier so lila Blöcke, an denen ist kein Redstone da, damit die Falle nicht die ganze Zeit auslöst, wenn man die Tür auf und zu macht. Und deshalb zerstöre ich hier jetzt die Sachen wieder. Und diese paar Redstones musst du nur placen, wenn du eben Paluten reinlegen willst in die Falle. So, das ist krank. Jetzt bauen wir noch von oben das Ding wieder zu. Und das geht so. Wir machen hier mal die Wand wieder zu. Und dann nehmen wir ein Schilder. Ist scheißegal welche. Das heißt, damit ich es checke, wenn man den Schalter umlegt, wenn das scharf ist, dann zündet man Edgar an und dann will er reinrennen, um den zu retten und fällt runter und stirbt. Es ist krank. Die machen wir jetzt hier so auf. So, 1, 2, 3, 4, 5 Schilder. Und warum die Enderperle? Genau. Da muss man halt auch treffen können, genau. Und dann hier noch 4 Lagen Schilder drüber. 1. So, die sind nur zum Spaß, die Enderperle. 3 9 Pixels, das ist 1 zu niedrig. So, richtig. Also 5 Schilder plus 2x8. Genau. Und jetzt kommt 4 Sand drauf. Kannst auch den Red Sand oder den normalen Sand. Und dann natürlich noch Teppich. Zack, zack, zack. So, das ist die Falle. Jetzt ist sie restored. Und wenn du sie ja wieder aktivieren willst, musst du halt die 3 Redstone unten reinplacen. Jetzt kann man auch die Tür auf und zu machen, ohne dass die Falle aktiviert wird. Und Edgar brennt auch nicht. Ja, bauen wir, oder? Ich verliere gegen ihn, der aufschreibt. Bro, ich verliere gegen ihn, der aufschreibt. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Weil der scheiß Drache einfach randomly einfach ass purged. What the fuck? Wie kann man so cursed sein? Also real talk. Wie kann man so cursed sein, wie ich? Ich hab auch kein Essen mehr. Das ist so krass. Das ist ein scheiß Spiel, wirklich. Ich hab keinen Bock mehr. Ich geh jetzt in Craft Attack ran. Bro, Ausrufezeichen Pornhub. Stretching and chatting with Stepsis. Was zur Hölle ist das? Das kannst du keinem erzählen. Wirklich. Das ist nicht mein Twitch, Bro. Kann nicht sein. Warte, Banco schickt mir noch einen Stream. But each girl will shout out her name, just so you know. Is that a towel? Yes. No. Oh, it's the clock. I'm so wet. Bro, what the fuck ist das? Das...
Chat, wenn ich dafür zum Bankers hier, ich hab's für die Wissenschaft getan. Bro, was ist er für ein Macher? Er spielt einfach Apex mit fucking Anime Girls nude über dem Layover. Okay, Freunde, Craft Attack, es ist Zeit. Ich bin das erste Mal auf dem Server, seit ich aus Berlin, nach Berlin bin. Wenn ihr bei der letzten Craft Attack-Folge zugeschaut habt, dann wisst ihr schon, dass ich ja eine Falle gestellt habe. Warum ist hier ein Loch? Ach du Scheiße. Okay, hier ist einiges passiert, wie es aussieht. An den größten Lachrohr Österreichs. Bleib Chest. Ja, Feister. Das war safe, Feister. So, und wer repariert das jetzt, ist die Frage? Schade halt. Ich glaube, das war die Rache. Ist nicht einfach, auf Aktion folgt Reaktion. Check ich. Aber ich sehe, dass das zwei Dinger sind, oder? Also, so fair muss man das dann doch schon ansehen können, oder? Ich habe einen Sandberg weggesprengt. Hier wurde meine halbe Base weggesprengt. Nicht so verhältnismäßig, würde ich sagen. Die Falle ist auch ausgelöst, ne? Halbe Base? Ja, hä? Schau dir dieses Loch an. Bro. Zwei deine Trap. Klar, aber wenn jemand in mein Haus geht, um diese Trap absichtlich auszulösen, ist das selber, als würde ich in ein Haus reingehen und irgendeine Redstone-Schaltung kaputt machen, verstehst du? Und das werden wir jetzt auch machen. Ja, genau. Da in den Raum rein. Hier. Ja. Und die Kiste da drunter, da müsste was drin sein. Unter der Kiste. Okay, aber kurz Real Talk. Da mit Freecam reinzufliegen, um eine Falle absichtlich auszulösen, ist schon kacke. Wenn die jetzt in meiner Base eine Falle bauen wollen und die lösen die aus Versehen aus, okay. Wenn die jetzt dorthin gehen und die Falle extra auslösen wollen, ist nicht cool, aber whatever. Aber mit Freecam die Falle suchen und hochjagen, das finde ich wack. Das finde ich wirklich wack. So, Stegi hat wahrscheinlich losgelassen, oder? Ja, der hat wirklich gar nichts gebaut. Seit dieser Brücke. Bro, ich war eine Woche weg und der hat literally nichts weiter gebaut. Hast du ja auch oft gehört, nein, oder? Heiko hat auch noch voll viel zu tun eigentlich, ne? Aber der wird wahrscheinlich eh noch spielen. Pip ist eigentlich so eine Drecksau, der Typ. Er hilft mir Fallen bauen und baut dann gegen mich Fallen. Ich schwöre, er spielt ein Team von allen. Eigentlich sollten wir sein Haus in die Luft jagen. Beni hat eine Falle bei seinem Bohrer. Maybe können wir die irgendwie adjustieren, dass sie wegen ihm hochgeht, weißt du? Ja, zack mal, die gucke ich mir mal an, die Falle. Ich weiß nicht. Ah, da ist die Falle. Warte, hier ist ein TNT-Minecraft. Die Kiste da drunter, da müsste was drin sein. Unter der Kiste. Ich hab nicht gesagt, öffnen, Veni. Aber die Falle ist auch schon wieder schlecht gebaut, weil Veni keine Ahnung hat, wie Redstone funktioniert. Nee, weil ich es genauso im Singleplayer gebaut habe und die Scheiße funktioniert hat. Und es funktioniert auf dem Server nicht, ich weiß nicht warum. Ich habe genau die verschissene selbe Falle hier gebaut, wie man sehen kann, dass es hier gesprengt ist. Und es hat funktioniert. Und die Scheiße hat einfach nicht funktioniert auf Craft Attack und ich weiß nicht warum. Aber original habe ich genau das gebaut. Zack, zack, andersrum, sorry. So, TNT-Minecraft hier drauf platziert und da kommt ein Redstone-Signal von hier. Okay, warum funktioniert es aber jetzt nicht? Bro, das ist ein Joke, oder? Jetzt funktioniert das nicht? Oh mein Gott. Wieso hat das funktioniert, als ich es getestet habe? Wieso hat das funktioniert, als ich es getestet habe? Ich check's nicht. Muss das hier sein? Die Rail war verkehrt, okay. Aber ich hätte das genauso gebaut. Aber dieser Front auch noch, ist das frech? Honestly, ich find's wirklich scheiße, dass man mutwillig reingeht und zwei Fallen auslöst, auch wenn die eine nicht explodiert ist. Das ist schon scheiße genug, weil es hat keinen Grund, das zu machen. Wenn er die Falle da bauen will und so, da vorne, die er gemacht hat, die mich da pranken sollte, all good, okay? Vollkommen verdient. Aber die andere, also dass er die anderen zwei hochjagt, nutzlos. Und dass er es mit Freecam macht, finde ich richtig beschissen. Das ist so low, wirklich. Dass er mit Freecam hier rumfliegt, damit er die Fallen sieht und sie explodieren lässt, das ist komplett scheiße. Das ist X-Ray, ja. Safe. Hey, ha. Na, hi. Wie geht's dir? Ich glaube, du hast eine Wand zu reparieren. Ist wirklich so viel kaputt gegangen? Ja, die ganze Wand. Ich finde es richtig scheiße, wie ihr das gemacht habt. Ja, nee, ich fand's auch ein bisschen komisch, dass er in Freecam gegangen ist. Dass er in Freecam geht und dir sagt, dass du beide Fallen auslösen sollst? Was zur Hölle? Nee, also ja, ich check full. Ich fand's auch ein bisschen komisch, aber ich wollte mich nicht gegen Joecraft auflehnen, weißt du, was ich meine? Nee, aber es war wirklich Quatsch. Ich fand's auch komisch, dass er immer Freecam gegangen ist. Egal, ich habe bei einer Redstone-Schaltung ein paar Sachen abgebaut. Ich weiß nicht mal selber wo. Ihr müsst euch denken, er geht hin und dann weiß er, es geht nicht. Und dann muss er rausfinden, warum es nicht geht. Es ist so überall Comparator verstellt, Repeater verstellt, immer mal wieder ein Redstone abgebaut. Ich glaube, das fuckt schon gut ab. 14 Teilnehmer, ausgesetzt in Craft Attack. 14 Teilnehmer, ausgesetzt. Am Ende bleiben nur 5. Ausgesetzt im 23. Distrikt. Keine Ahnung, welcher Distrikt da der kritischste bei euch ist. Der 10. Ausgesetzt im 10. Distrikt. Boah, das könnte man echt machen. 7 Streamer mit IRL Backpack. Ausgesetzt in Wien Favoriten. Alles, was sie haben, ist ein Schweizer Taschenmesser und eine Packung Rolltabak. Und sie kämpfen dort 2 Wochen ums Überleben. Und dann werden sie die Spots gezeigt. Einer ist so Oberla ausgesetzt, einer Räumerplatz. Ja, aber dieses Jahr wird die Base fertig gebaut. Dieses Jahr wird die Base fertig gebaut. Wir machen hier dann die Duo-Action, Heiko, im Februar. Ja, aber so lange dauert's nicht. Scheiße.
Bin ich allein. Ne, ich muss einfach nur ein bisschen Gas geben jetzt. Bist der Antichrist. Du musst halt auch trotzdem mäßig dazu passen, weil zum Beispiel, du musst ein Brandfit sein, in Form von für wen du den Content machst. Chaos Food zum Beispiel macht halt größeres Content für Jüngere und das ist halt keine Red Bull-Zielgruppe. Und das ist mal das eine. Dann das andere ist, was für Games spielst du und wie machst du den Content? Weil wenn du jetzt nur Animal Crossing spielst, bist du nicht so relevant für Red Bull. Es zählen vor allem so E-Sport-Titel oder Sachen, die Mainstream halt gut reinpassen. Also, um einfach mal so ein paar Beispiele zu nennen. Fortnite, Minecraft, Valorant, League of Legends. Das ist so der Content, wo Red Bull sich auch sieht. Aber die sehen sich jetzt bestimmt nicht bei einem Minecraft-Let's Play, weißt du? Also ich weiß zum Beispiel, ein großer Punkt, was mir zugute gekommen ist, dass ich als Player gesigned wurde, in Minecraft bekannt war dafür, was ich alles schon erreicht habe. Zoro, Titan, Varo, Wins, Twitch Rivals, mehr als $20,000 gewonnen. So, ich habe alle nennenswerten deutschsprachigen Turniere in Minecraft schon mal gewonnen. Und das ist halt auch so ein bisschen dieser E-Sports-Charakter, wo Red Bull sich halt natürlich auch sieht, ne? Und wenn du halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, du spielst nur Nintendo oder so, wo Red Bull gar keine eigenen Events drin macht im Gaming oder so, dann ist das halt nicht so relevant einfach. Also dann ist das, der Brand wird einfach nicht so da. For real, diese Kategorie kann doch nicht legal sein, wenn Twitch ab 13 ist, weißt du? Das Twitch hat auch kein Age-Gate, Twitch ist an sich gar nicht illegal. Das ist nicht erlaubt, was die machen eigentlich. Du musst eigentlich eine Age-Verification haben. Also Twitch bewegt sich da schon seit Ewigkeiten im rechtsfreien Raum, auch mit Casino-Streams und so, weil eigentlich sind die haftbar dafür, wenn jemand Casino streamt. Aber die wischen das einfach an sich ab. Oder? Hm? Also so Age-Verification. Was meinst du? Hat YouTube ja auch nicht zum Beispiel. Oder wieso bräuchte Twitch das? Doch, gerade YouTube das. Wenn du bei YouTube dein Konto erstellst, also nicht Age-Verification, Age-Gating einfach, dass du sagst, du musst dein Geburtsdatum angeben. Nicht? Nein, wo hast du dein Geburtsdatum angeben müssen? Das ist ja das Ding. What? Du musst bei deiner Accounterstellung niemals angeben, wie alt du bist. Das ist ja der Grund. Das ist illegal in der EU. Ich glaube, wir haben nicht so viele Librarians für Glass. Ja, doch, bei Excel. Du bist einfach smelt. Das ist das Problem, Bro. Also wirklich, darüber habe ich auch mit Heiko gestern geredet. Die Bamboo Bay-Atzen haben die Villager vom Spark weg, von Excel weggenommen und haben sie zu sich gebracht. Echt jetzt? Trade ich halt bei ihnen. Ja, das ist. Nee, bau da mal eine Falle. Bau da wirklich mal eine Falle. Jag mal alle Villager hoch. Nein, das kann ich Excel nicht antun, der Arme. Mich hat das wirklich. Ich fand, weil ich bin immer so zu Excel gegangen und hab so noch so Dias reingelegt. So auf Gänsehaut. Wisst ihr, ich meine? Falls er wieder zurückkommt, dass er dann. Ja, ja, Zahlung das bekommen so, stell mal vor, er kommt zurück und dann hat er so Zahlung. Das wäre doch so krass. Mhm. Und die haben ja Villager noch genommen und woanders hingeschoben. Ja. Die haben die Dias auch noch aus der Kiste genommen, die da drin waren. Echt jetzt? Haben die Dias raus? Nein! Nein. Hör auf! Ich find's noch immer krass, dass man halt wirklich sieht. Ja. Ich finde, das ist am verrücktesten irgendwie. Das ist so, also klar, klar ist das für bei den Damen auch alles da Ding, aber ich finde das irgendwie am krassesten. Dass du das, also, die zeichnen da einen Wolf. Ja, Digga, der war den ganzen Tag schon da. Und dann siehst du da plötzlich, ja. Schaust du einmal nach unten. Ja, das Ding ist halt, wir sind halt wirklich nur noch so ein, zwei TOS-Updates bei Twitch davon entfernt, dass Stegi seine Twitter-Likes on-stream machen kann. Ja, das stimmt. Ja, ehrlich. Also, könnt ihr wahrscheinlich. Ihr müsst einfach nur sagen, das ist realistisch gezeichnet, nicht echt. Und in der Art-Category. Pip, was machst du jetzt? Ich baue gerade bei mir weiter. Warum? Brauchst du Terraform-Hilfe? Loch ausheben. Hilfe. Wenn dann einfach abbauen, ja. Wenn du Bock hast. Jetzt ist er mein Sklave. Nicht mehr Bastis. Endlich wird mein Haus fertig. Stimmt, ich habe irgendwie mit 12 schon den most weird shit gesehen. Was halt auch nicht geil ist. Ja, aber glaubst du, hat sich fürs Leben geschädigt? Nee. Eben. Außer das eine Video, was ich angetroffen habe, dieses hier, Two Girls, One Cup Ding. Digga, das fand ich. Hey, Heiko! Nein. Was sagst du da, Meister? Nein, Heiko ist amused. What the hell? Perfect timing. Tut mir leid, Heiko, ich dachte, du bist auf mute. Vor allem davor haben wir die ganze Zeit so gesagt, wir können das doch schnell sagen, weil Heiko noch mute ist. Und dann haben wir irgendwann vergessen, dass du dich jederzeit unmute könntest, wir haben auch die ganze Zeit weitergeredet. Digga, was ich gerade alles gesagt habe, Heiko, wenn du unmute wärst, Art Category, wo er dann einfach. Das war das Schlimmste, was ich jemals mit meinen 13-jährigen Augen oder so gesehen habe. Ich denke bis heute dran und ich finde es immer wieder schrecklich. Warte, pass auf. Ja. Ich weiß noch genau, wie die aussehen, die beiden. Ich habe das einmal gesehen für 3 Minuten und ich weiß ganz genau, wie die noch aussehen. Eine war brünett, eine blond. Heiko, sagt dir rotten.com was? Ich hab's dir gesagt, das kennt jeder in dem Alter. Ich war in der Zeit in der Schule, als ich so 19 war, da gab's noch kein Internet auf Handys, keine Smartphones. Und du hast halt so deine SMS gehabt, die du schreiben musstest. Und du hast halt nur so 200 SMS im Monat schreiben können. Das ist das, was so meine Zeit ist. Du musstest dann, Mama, bitte, ich muss nach Hause, aber ich muss alles in eine SMS drücken. Ja, eine SMS hat nur 155 Zeichen oder so gehabt. Nee, bei mir war das so, ich habe so Kindergarten und Grundschule war Bluetooth-Zeit. Dann so 6., 7. Klasse hat so angefangen mit so WhatsApp-Gruppen und sowas. Wie alt ist Veni nochmal? 34. Du Wichser. Nee, du bist gerade 26. Ja. Das war so ätzend, damit du dir so einen Song schicken konntest, der vielleicht so 400 Kilobyte hatte, musstest du deine Handys so aufeinanderlegen für 10 Minuten gefühlt. Das musste super nah zusammen sein und hat ewig gedauert. Ich weiß noch damals, es gab so einen, ich weiß nicht, das war irgendwie so ein Mythos,
da wurde so gesagt, man darf nicht mehr als 6 Songs per Bluetooth am Tag übertragen, sonst checken die Leute das von den Labels. Das ist ein Gerücht, was die selber wahrscheinlich in die Welt gesetzt haben, die Labels. Deswegen hat man da nur so... immer nur 5. Hat man so 3 Songs, ja, so 3 Songs am Tag gemacht, weil man ein bisschen Angst hatte. Ich kann heute nicht mehr, ich hab schon 4. Ich kann mir nicht den neuesten Crow-Song runterladen, es tut mir leid. Ich finde, die geben schon einen geilen Look dahinter. Es kommt voll davon, welchen Shader man verwendet, wie geil das. Oh mein Gott, hast du den Joker Pick Shader? Bro, mach mal Stream auf, das ist krank gerade. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist, das ist wegen am Regen, glaube ich. Das sieht gerade aus wie ein straight up Horrorfilm. Boah, mit Regen ist wirklich geil. Guck dir das an jetzt, warte, wenn ich rangehe. Guck, so sieht das schon ganz cool aus da unten, finde ich. Bro, fuck off! Bro, der Beacon, ich guck dir das an. Schon geil, ja. Okay, ich muss mich auf den Start machen, Pip. Ich muss los zur Weihnachtsfeier. Ey, Bro, viel Spaß. Ich bin morgen am Start. Morgen bis Sonntag. Ich mache dir das noch auf die Höhe hier. Was? Ich mach dir das noch auf die Höhe hier alles. Oh, geil. Danke dir. Passt. Dann vielen Dank. Bis morgen.